How are you doing? I'm fine, thank you. I'm fine too. I'm happy. I'm happy to be here. Cool. Hugo Marcel aus Mexiko. Yep. Thank you. Hi. Hallo. Nutzt du das Radiergummi auch, um ein bisschen weichere Konturen hinzubekommen? Ich gehe hier danach noch ein bisschen weiß drüber, aber weiß mit das schwarz, das ist blau. Also hier kann ich das nicht machen. Non.
Non, mais je vais tester le... Hey! Without my glasses! Better! Much better! I am so young! Je vais tester ça! Mein hörter Kollege ist aus Frankreich. Hi. Achtung, Achtung! Ja! Da ist er so. Hey. Johnny Walker. Das ist Patrick, vielleicht zwei. This one. Und haben wir dann hier?
moderne Kunst, ja. Nicht ganz. Was gibt's hier Schönes? Ist das dieses Airbrush? Ja, das ist dieses komische Zeug. Ah. Ja, Sparre durch die Luft spritzen und irgendwo aufkommen. Steise. Ich bin's. Keine Ahnung, aber groß schwätzen. Aber. Ich weiß, das habe ich gesagt, nicht du. Aber ich mein's auch so. Ja, aber bei dir. Könnte von mir sein. Bei dir ist ja richtig bunt geworden. Wie bitte? Ja doch, schon, finde ich schon. Du hast sonst immer Sepia, Grau, Schwarz. Das schreien wir raus. Hast du auch Farbe drin? Das tatsächlich, ja. Gesehen. Tatsächlich. Ja, sieht gut aus. Das schreien wir raus. Dankeschön. Super gut. Nee, ehrlich. Diese Farbe ins Leben bringen. Apropos bunt. Die Bunte ist auch hier. Hallo, die Bunte. Ja. Guck jetzt im Fernsehen. Wenn du willst. Nein. Für was machst du das Video denn? Weiß ich noch nicht. Für mich? Erstmal. Ah, okay. Ich einfach ein bisschen dazu. Bin vor anderthalb Jahren dazu gekommen, Airbrush zu lernen. Bin also auch noch Anfänger. Ich habe einen Kurs beim Harry gemacht. Ja. Das Ganze begann damit, dass ich mir einen Modellpanzer gekauft habe. Als Kind wollte ich ihn mal haben, aber kann man natürlich nicht kaufen. Hab mir den dann zugelegt, da wusste ich nicht, wie ich das Tarnmuster aufbringe. Und da hat mir dann halt Harry von Color Air mir geholfen, das zu lernen. Und habe dann, dadurch, dass ich Airbrush gelernt habe, bin aber auch noch blutiger Anfänger, konnte ich auch mein Modellbau-Hobby dann irgendwie auch auf andere Füße stellen und das eine oder andere dann irgendwie lackieren, was ich vorher mit dem Pinsel gemacht habe. Ja, das sieht man ja. Genau. Das ist ein aktueller Ford Bronco von Firma Tamiya, ist von innen lackiert. Kein sehr detailgetreues Modell, aber ist halt relativ robust. Links daneben kommt ein Toyota. Das heißt, ich glaub, du signierst zuerst und dann machst du den Rest drauf. Fast. Machst du hinten nach vorne. Ja, das ist passend. Der Toyota Yaris aus der Not heraus geboren im A-Team-Design, weil mir ein Bekannter eine Karosserie bearbeiten wollte aus ABS-Kunststoff für den A-Team Bulli. Ja. Hat es aber niemals irgendwie fertiggestellt. Da habe ich mir gedacht, ich mache jetzt einfach einen A-Team Yaris. Das ist ein Retro-Modell, auch von Firma Tamiya, ist eigentlich ein Lamborghini. Hab den ein bisschen im Umbrella-Style gemacht, der wird auch als Armeefahrzeug verwendet und hat den Spitznamen im Volksmund Rambo Lambo, weil Sylvester Stallone im Privat gefahren hat. Das wusste ich auch nicht, das habe ich währenddessen dann gelernt. Der hätte hier oder reingebaut, oder Zigarre. Ja, ehrlich. Eine Zigarre. Schade, dass jetzt gerade den Strom nicht dran habe, innen drin, dass die Lampen ein bisschen blinken und dass sie Licht einschalten und so. Hey, bling, bling. Ja, die meisten Funktionen hat der Ford Bronco. Da schaltet sich, wenn man das Fahrlicht einschaltet, schaltet sich auch die Innenraumbeleuchtung an. Dann hat das Krokodil, sieht man eine leicht grüne Nase. Wenn man denkt, dann guckt das, kleine Fledermaus mit spitzen Zähnen. Und das Krokodil guckt auch immer dahin, wo man hinfährt. Das guckt einen dann mit seinen freundlichen Glubschaugen an, ganz genau. Das ist mein liebstes Modell, fährt auch nur knappe 6 km/h und wird meist auch dafür vorgefertigten Strecken auch verwendet. Oder im Wald vorsichtig, wo man weiß, da kann jetzt nichts passieren. Ah, für langsame, entspannende Fahrten gedacht, die möglichst realistisch aussehen. Super. Ja, und das war nur noch das letzte Modell, der Panzer von Tamiya, 1:16 ist der. Ist auch komplett ferngesteuert. Zum Nutzen natürlich auch, wie es dann so häufig ist bei solchen Modellen, dann zu schade. Aber auch von der Geländetauglichkeit ist er nicht so, wie man sich einen Panzer vorstellt, sondern da reicht dann eine Tannennadel, die sich verhakt und dann stockt er. Die Schildkröte im Ring, oder? Sehr genau. Freut mich. Dankeschön. Ja, okay. Dann machst du auch, machst du auch Illustration, also auf Karton oder Leinwand? Nee, gar nicht. Dafür bin ich nicht so der Künstler. Wie viele sind, bei mir ist wirklich nur das Funktionsmodellbau. Und ich gucke mal, ob ich irgendwann noch mal ein bisschen rankomme, auch ein bisschen mehr künstlerisch zu gestalten. Weil ich möchte jetzt hier ein Retro-Modell machen, auch von Firma Tamiya, wo ich dann beginnen möchte, eine Wildschwein-Karikatur auf die Tür zu bringen. Und da muss ich mich auch mal zeigen lassen, mich reinfuchsen, wie das funktioniert.
Ja, super. Also, hoffentlich noch nicht am Ende. Und du bist ja? Noch lange nicht. Ich bin Matthias Vollmer. Hast du bestimmt schon mal gesagt, aber ich hab's vergessen. Scheißegal. Und mach das aber Matthias. Auch nur privat für mich als Hobby. Ich bin ansonsten Schreibtischtäter und verbringe halt die Nächte mit dem Bastelhobby. Irgendwas muss man ja machen. Cool, finde ich schön, dass du vorbeigeschaut hast. Danke. Danke dir. Danke dir. Also. Schwitz ohne Text. Thank you.
Also Markus. Na, ja, alles gut? Natürlich. Muss. Black and white, sozusagen. Ja. Keine Spiegelung. Ja, ist ja schön. Ich freue mich, euch zu sehen. Wir gerade mal über Zeit sind. Du bist derjenige gewesen, der dir damals das absolute Zwischen in deine Infinity gegeben hat. Zum Probieren. Ja, das war's. Ja, wirklich. Kam nur der Spruch von wegen, ach scheiße, ich kriege wahrscheinlich sauberer zurück, als du dir gegeben hast. Ja, das kann ich auch. Höchstwahrscheinlich. Ja, aber das ist gut. Leipzig. Ganz am Anfang. Ganz am Anfang. Ja, ich bin dann später raufgelaufen und es hat tatsächlich mit dem Fähig geholt. Ja, ich hab's. Ja, das kannst du schon mal ausgehen. Ich sag ja, du verdachtest einiges. Ja, natürlich. Und der dich Sofort gebannt auf YouTube.
Fall. Ja. Oh, ik ben aan het roken. Is dat een camera? Dat is een camera, ja. Oh, ik denk dat is smoker. Ja. Oh. Jij bent al aan het fotograferen. Die dingen. Ja, ja. Meneer, wil je met de tengels van die stukjes af? Jongens. Hey man. Hoi. Hoi, hoi, hoi.
mich. Tschüss alle. Bis nächstes Jahr.